Magisch? Ich? Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Ich bin ein ganz normales Pferd, so wie meine Eltern auch. Genau das ist falsch, Ruffnus. Du bist ein magisches Pferd. Und du musst diese Kräfte ausnutzen, wenn du das tun musst, was in der Prophezeiung steht. Ruffnus, Saturn wird dich ausbilden. Er wird dir zeigen, wie du deine Kräfte kontrollierst. Es ist sehr schwer und er ist der Einzige, der wo auch magische Magie hat. Deswegen musst du auf ihn hören. Und es ist wichtig, dass du uns vertraust. Ruffnus, ich weiß, es ist schwer. Und ich mag dich wirklich. Ich möchte dich nicht verlieren, nur wegen so einer doofen Prophezeiung. Ich liebe dich. Oh, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Nichts, außer bitte, hör auf uns. Ja, ich werde auf euch hören. Ich werde eure Tipps befolgen. Danke. Es wird schon spät. Bringen wir Camilla nach Hause und alles Weitere besprechen wir dann. Und was ist mit meinen Eltern? Ich meine, wo sind sie hingegangen? Sie mussten noch wichtige Heilkräuter besorgen. Für ihren nächsten Trank. Okay, na dann legen wir mal los, oder Camilla? Ja, kommt. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Was sehen denn meine Augen da? Oh, oh mein Gott. Moon, du bist schon zurück. Ja, ich bin zurück. Ich dulde keine Pausen. Hast du weiter geübt? Ja, das habe ich, mein Lord. Ich hol schnell, was ich bewegt habe. Da bin ich ja mal gespannt. So. Wow. Lass mich runter, du Idiot. Was seid ihr nur für crazy Pferde? Das hab nicht einmal ich geschafft. Respekt, Catcher. Vielen Dank. Es ist eine Stute, die lief herum und spielte verrückt mit ihrem kleinen Sohn Verstecken. Ich habe sie gefunden und gleich mitgenommen. Ich habe meine Fähigkeiten gleich an ihr ausgetestet. Ich hoffe, das ist okay. Das ist brillant. So können wir Ruffnus entführen. Ruffnus? Das ist doch die Prinzessin. Wieso wollen sie sie entführen? Bleib liegen, oder du wirst es schwer bereuen. Hey, großer Bruder. Hast du das vorhin echt gemeint mit Ruffnus? Wieso sollte ich es nicht ernst gemeint haben, Camilla? Ich liebe Ruffnus. Ich meine, sie wird vielen das Leben retten. Und sie ist einfach so toll. Sie wird vielen Leben das retten. Auch sich selber. Und Ruffnus, wie geht's dir so bei uns? Prächtig. Hört sich aber nicht positiv an. Es ist aber positiv, Saturn. Ich bin nur etwas müde und noch geschockt. Ich meine, ich bin ein magisches Pferd. Es ist noch vieles mehr, Ruffnus. Naja, ich werde dir helfen. Danke. Na gut, was ist meine erste Aufgabe? Ich weiß nicht, welche magische Fähigkeiten du hast, aber die meiste magische Fähigkeit ist ein Schutzschild. Ein Schutzschild? Ja, damit kannst du dich und andere schützen, wenn es brenzliche Situationen gibt. Das ist ja interessant. Und wie mache ich das? Allgemein, du in deinem Körper hast dieses Schutzschild. Aber du kannst es auch noch ausweiten. Zeig es mir. Das ist sehr schwer. Das ist eine der schwersten Übungen, aber eigentlich die meiste Kraft, wo die meisten Pferde besitzen. Es ist leicht. Stell dir vor, wie er aussieht. Welche Farbe er hat. Dann
zwing ihn, über dich hinauszugehen. Wie soll denn das funktionieren? Mach, was ich gesagt habe. Wir fangen mit was ganz Leichtem an. Mit Oak. Wie bitte, mit mir? Ja, keine Sorge. Ich setze meine Kräfte nicht voll und ganz ein. Nein, das... Kann das weh tun? Ja, streng dich an. Oak, es ist... Tut mir leid, falls ich es nicht schaffe. Ist okay, ich verkrafte das. Kann da nicht hinsehen. Okay. Roughnose, konzentrier dich. Gut, Roughnose, gut. Es ist eigentlich ziemlich okay. Super gut für den Anfang, Roughnose. Das hast du echt toll gemacht. Vielen Dank. Können wir erstmal schlafen gehen? Und? Ist es vorbei? Ja, Camilla. Ach, Gott sei Dank. Ja, ruht euch aus. Roughnose hat es echt gut gemacht für den Anfang. Das schaffen nicht alle Pferde gleich. Na ja, dann ab ins Bett mit euch. Komm, Camilla. Oak, ich möchte dir für alles danken. Es gibt nichts zu danken, Roughnose. Ich danke dir. Gute Nacht. Ich glaube, du bist soweit, Catcher. Los, wir gehen. Ja, Sir. Und du bleibst hier. Wenn wir zurückkommen und du nicht da bist, dann wirst du dein blaues Wunder erleben. Müssen wir durch diese herrlichen, dichten Wälder laufen? Psst, sei leise, wir sind gleich da. Oh, und ihr stinken. Da sind sie. Jetzt bist du dran, Catcher. Ja, Sir. Warte. Was? Sie hat eine Kette um den Hals. Das ist eine Augenkette. An der, wo sie gehabt hat, kann sehen, wo sie ist. Wir müssen sie erst ablegen. Okay. Wie mache ich das? Das lass mich tun. Wow, sehr gut, Sir. Jetzt du. Na los. Super, Catcher, da kommt sie. Leg sie da hinten ab. Meine Königin. Was haben sie gemacht? Ein Mundbindezuspruch. Das hält ihres... Hässliches. Ich sag's jetzt nicht. Bis wir wieder bei uns sind. Komm. Hi Leute, ich bin's, eure kleine Camilla. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Kommi da und, naja, ich wollte euch mal fragen, es sind jetzt schon 7 Episoden von The Search rum und wer ist denn jetzt so euer Lieblingscharakter, ausgenommen Roughnose und Oak, weil sie ja beide eigentlich die Hauptperson sind.
Schreibt's mir in die Kommentare. Und wer ihr seid. Nicht meine Favoriten. Dann fresse ich euch auf. Nein, Quatsch. Sagt mal, wer gefällt euch am besten von The Search? Tschüssi.